So, 10. Spieltag. Gegen Wolfsburg. Platz 3 sind direkt hinter uns. Und der gute Mann da hinten ist immer noch verletzt. Ikeng setzen wir nach vorne. Und Alushi setzen wir mal nach hinten. So. Und dann geht's direkt los. 37.000 Zuschauer ausverkauft. 1-0 durch Podolski. 2-0 durch Podolski. 3-0. Ikeng. 3-1. Ein torreiches Spiel schon wieder hier. Jede Chance ein Tor oder was? Ja, jede Chance ein Tor. Ikeng. Ah, das sind die ersten vergebenen Chancen hier. Auch Köln vergibt mal eine Chance. Šabić. Der kann es auch nicht lassen. Sehr gut. Gut. 5-1 gegen den Dritten. War doch ganz ordentlich. Europapokal. Rückspiel gegen Girondins Bordeaux. 3-0 im Hinspiel gewonnen. Die Frage ist, was machen wir draus? Was machen wir daraus? Haben wir noch 2 Wochen? Okay. Gut, torlos. Solange sie nicht 4 Tore schießen, ist alles gut. Eins haben sie schon. Glück gehabt. Ja, 1-0 verloren, aber wir sind weiter. Wieder eine Runde weiter im Pokal der Landesmeister. Heute die Champions League. So, Kölle spielt gegen Dynamo Zagreb, gegen Kroatien. Okay. Das andere gucken wir uns nicht an. War das jetzt zuerst auswärts oder heim? Zuerst heim, okay. Wir spielen jetzt aus heim gegen Fortuna Düsseldorf, die nicht gut sind, aber die immerhin auf Platz 4 stehen. Das heißt, wir setzen einfach mal den Preis hoch, um einfach mal zu gucken, ob wir damit ein bisschen mehr Geld in die Kasse kriegen. Auf geht's. Ja, sieht doch ganz gut aus. Podolski, 5. Tor, sehr gut. Šabić kriegt eine gelbe Karte. Und schießt auch gleich ein Tor. Podolski. Sehr gut. Wenn er jetzt immer 2 Tore pro Spiel macht, bin ich sehr glücklich darüber. Oh, Šabić kriegt die gelb-rote Karte. Ja, 2-0. Okay. Wir hatten 2 Heimspiele hintereinander, was dazu geführt hat, dass wir mal 2 Spiele hintereinander gewonnen haben. Okidoki. So, Stadionkomfort ist abgeschlossen. Sehr gut. Und Alushi ist verletzt. Und wir spielen im DFB-Pokal. Hatten wir geguckt, gegen wen? Habe ich, glaube ich, übersprungen. Ne? Alushi ist, ja. Ich glaube, dann gehen wir mal hier auf diese Aufstellung. Und setzen Ikeng 1 nach vorne. Okay. Mal ein bisschen defensiver. Ist ein Experiment. Wir spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Ein kleines Lokalderby. Das wird lustig. Was sagen unsere Verträge? Ich bin einfach zu schlecht anscheinend. Hm? 33.000 Zuschauer. Ja, Podolski, sehr gut. Podolski schießt das 1-0. 73. Minute. Köln mit der nächsten Chance, aber leider vorbei. Wieder eine Chance. 2-0. Kobayashvili. Ihr wisst schon, wen ich meine. 2-0. Und damit sind wir wieder eine Runde weiter. Und wir gucken uns die Auslosung nicht an, sondern gucken hier direkt rein und sagen, okay, gegen Dortmund. Gut, oder auch nicht. Das schon wieder ein Bundesligisten. Oha.
Die Aufstellung scheint irgendwie gerade schmerzhaft zu sein. Wir haben viele Verletzte und Šabić ist gesperrt. Dadurch haben wir ja nur einen Stürmer. Und wenn man nur einen in der Abwehr im Mittelfeld oder im Sturm aufgestellt hat, dann sinkt die Stärke extrem. Das sollte man tunlichst verhindern, dass das jemals eintritt. So, was heißt das? Wir setzen das hier um und sagen, Ikeng geht nach vorne. Gut. Dann gucken wir nochmal auf die Torschützenliste. Podolski hat aufgeholt, nur 5 Tore, aber ist damit Zweiter. So, Bundesliga gegen Hertha auswärts. Hertha haben wir ja schon aus dem. Jetzt wird es langsam eng. Wir müssen hier ein bisschen umstellen. Ikeng geht nach vorne. Lala geht nach hinten. Gambino. Lala ist rechter Spieler. Darüber. Okay, dann müssen wir ein bisschen sortieren hier. Atuba ist links. Du bist rechts und du bist auch links. Dann setzen wir lieber Atuba in die Mitte vor den Torwart. Okay. Schachten ist da. Gut, wir sind ein bisschen in Personalnot hier. Aber wir schaffen das. Auf geht's weiter. Ah, Hertha nutzt das natürlich gleich aus. Sieht gar nicht gut aus. Aber wir sind auch wieder auswärts, Leute. Wieder ein Auswärtsspiel und wieder nicht gewonnen. Ikeng, sehr gut. Ja, Schachten, sehr gut. Der recht defensiv eingestellt ist. Wir sind auf Platz 1. Sehr gut. Durch ein Unentschieden. Dann machen wir weiter so. 13. Spieltag. Wir spielen gegen Armina Bielefeld. Arminia Bielefeld. Ich kann das immer nicht aussprechen. So, Šabić ist zurück. Wir setzen hier auf diese Aufstellung. Und hoffen, dass Šabić und Podolski ordentlich Tore machen. Wir können ja auch nochmal hier auf unseren Kontostand gucken und gucken, wen wir hier verkaufen können. Kaufen können, besser gesagt, nicht verkaufen. Svensson, 25. Mathe bisher raus. Matzen haben wir noch eine Weile. Helmes hat sich nie zu seiner Kondition bekannt. So, und hier ist die Frage, schmeißen wir, können wir hier noch einen rausschmeißen? Ne, Matip hat sich schon verabschiedet. Eigentlich sollten die Anzahl der Spieler ausreichen. Ne? Ich habe hier 10 und 17 Spieler. 17 Spieler habe ich. Das sollte eigentlich ausreichen. FV Motor Eberswalde. 25 Jahre ist halt, ne? Bis du die oben hast. Bis die richtig mitspielen können. Nee, nee, mach mal nix. Da, Kondition ist jetzt hier drüber gegangen. Das heißt, wir setzen hier wieder ein bisschen mehr auf Schuss und Taktik und machen dann hier weiter. Hier hat sich auch noch nichts verändert. Keine Ahnung. Podolski mit seinem achten Tor.
Gambino. Sehr schön. Atuba. Jetzt geht's ja los hier. Aber Bielefeld lässt sich das nicht gefallen. Und Čabić. Schon wieder eine gelb-rote Karte. Sag mal, ist er nicht erst letztes Spiel rausgefallen? Ach, nee. So, lassen wir einfach mal so stehen. 14. Spieltag am 28. Oktober 2001. Wir sind auf Platz 1. Es sieht ganz gut aus. Das kann man von den Verletzungen nicht behaupten. Schachten und Ikeng. Čabić ist wieder gesperrt. So kann man auch keine Tore schießen. Finke hat mittlerweile, Wessels hat mittlerweile Stärke 52, okay, und der ist immer noch bei 38, lala, ist so lala. Einmal wieder gucken, ob wir ein gutes Angebot kriegen, was halt über 70.000 wäre. Ist eben aber nicht so. So, und wir spielen jetzt auswärts gegen Frankfurt. Wir sind mal unter Stärke 80. Das erste Mal diese Saison. Gleich verschoben. Okay. Nachholspiel. Da kommt es auch gleich wieder. Das ist immer tricky mit dem Nachholspiel, habe ich festgestellt. Denn es geht darum, dass man, gerade wenn man heimspielt, die Einnahmen nicht hat. Und das kann schon sehr gefährlich sein, wenn einem einfach mal so ein Heimspiel fährt. Köln. Podolski, 9. Tor. Sehr gut. Juan holt sich eine gelbe Karte ab. Lala vergibt. Aber Lala spielt. 1-0 gewonnen. Wie? Auswärts? Leute, habe ich gerade auswärts gewonnen? Der erste Auswärtssieg. Das ist ja unglaublich. Gucken wir uns die Auswärtsstatistik an. Ein Sieg, 5 Unentschieden, eine Niederlage. Aber damit sind wir immer noch hier am besten gestellt. 11-11 Tore. Ja. Was ist da los? Wow. Und heim 14-0. Nice. Da gibt es nichts Neues. Gut, 15. Spieltag. Wir spielen heim gegen SC Freiburg. Wir hatten jetzt immer relativ gut ausverkauft, das Haus, glaube ich. Wir gucken mal gegen diesen schwachen Gegner, wie es aussieht. Gut, dass wir nicht erhöht haben. Podolski. Der hat ja auch seinen Run. Ah, Leute, ne? Ich hätte die Aufstellung ändern sollen, damit Čabić reinkommt. Habe ich vergessen. Einmal nicht aufgepasst, Leute. Hoffentlich kriegen wir dafür nicht gleich die Hucke voll. Es sind zumindest alle Spieler aufgestellt, das ist schon mal gut. Da hatten wir auch schon andere Saisons. 3-2. Enge Sache gegen den 15. Immerhin hat Podolski ein Tor gemacht. Wir gucken kurz auf die Torschützenliste. Und ja, Podolski hat aufgeholt. Sehr gut. Egal was ist, ich stelle jetzt nochmal neu auf, damit Čabić wieder im Team ist. DFB-Pokal. So, Kobiashvili hat einen Muskelfaserriss im Training sich zugezogen. Wir spielen gegen Borussia Dortmund. Das sind die, die zurzeit Erster in der ewigen Bestenliste sind. So, das heißt, wir werden jetzt auf Angriff gehen. Čabić werden wir da lassen. Podolski werden wir hier ein bisschen zurückziehen. Machen wir das so? So. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Machen wir so. DFB-Pokal. Heim oder auswärts? Heim gegen Borussia Dortmund. Wir erhöhen auf 20. Mal gucken.
Ah, nicht so gut. Na los, Leute. Was ist da los? Drei Chancen, kein Tor. Erste Chance für Dortmund, daneben zum Glück. Zweite Chance, immer noch daneben. Köln. Ja, da ist das 1:0, Leute. Matzen. Fünfte Chance daneben. Gut, okay, 1:0 reicht zum Weiterkommen. Da wird noch hart gekämpft. Diesmal gucken wir uns die Auslosung an. Wir spielen gegen Frankfurt. Gegen die Eintracht aus Frankfurt. Okay, Europapokal. Nach Girondins Bordeaux. Wen hatten wir da? Dynamo Zagreb. Okay, wir spielen also gegen Dynamo Zagreb. Das ist keine wirklich gute Aufstellung hier. Wir haben nämlich nicht so viele Leute zur Verfügung. So, wir ziehen ihn zurück. Den setzen wir vor, den setzen wir... Nee, das hat man so nicht gemacht, ne? Den setzen wir vor, den setzen wir zurück. Okay. Wadenbeinbruch. Ist ja auch fies, ne? Wadenbeinbruch, wenn man sich das vorstellt. Ja, und Kreuzbandriss dauert ja sowieso ewig. Da hätte ich auch gerne mal eine Statistik, wie oft der schon gefehlt hat. Gut, Europapokal. Heim oder auswärts, Leute. Wo sind wir? Heim. Ah, auf 21 gehen wir hoch. Ist, denke ich mal, okay. 1:0 für Köln. Atuba, sehr gut. Spannung pur. Ikeng vergibt leider. 40. Minute, Köln. 2:0, Podolski. Zagreb, zum Glück daneben geschossen. Nürnberg ist noch drin, Wolfsburg ist noch drin und Hamburg ist noch drin. Scheint ja ganz gut zu laufen da. Ja, Podolski mit dem nächsten Tor. Sehr gut. Und das 4:0, das gibt Sicherheit. Ich habe auch schon mal 8:0 verloren. Im Pokal der Pokalsieger gegen Olympique Marseille, damals als beide Torhüter verletzt waren und ich keinen Torhüter hatte. Also es kann auch anders ausgehen. Wenn der Computer das möchte, wenn das Spiel das möchte, dann kann das auch ganz brutal anders ausgehen. So, 16. Spieltag, wir spielen auswärts gegen Nürnberg. Das heißt für uns... Was heißt das? Wir spielen eigentlich mit der Aufstellung weiter. Das ging ganz gut. Da vertrauen wir mal drauf, dass wir das so weiterschaffen. Gucken nochmal nach Sponsoren. Leute, 50.000 gebe ich aus für Sponsoren. Spieltag. Auf geht's. Ach, verschoben. So, spielfrei. 17. Spieltag. Wir spielen heim gegen Borussia Dortmund. Wir setzen auf jeden Fall erstmal den Eintrittspreis runter. Wir haben 3,9 Millionen. Das ist echt ordentlich Schotter. Aber Leute, wir müssen sparen. Wir haben 4 Millionen Schulden. Also eigentlich habe ich gar kein Geld. Ne? Und ich weiß nicht, wann das zuschlägt. Wann dieser Kredit hier getilgt wird. Kann ganz brutal sein. 17. Spieltag. Gegen Borussia Dortmund. Auf geht's. Verschoben. Mal wieder. Okay. Wir sind immer noch auf Platz 1. Gut. Europapokal. Rückspiel. Gegen Dynamo Zagreb. Auf geht's. Podolski. Das ist ein Mann. Das gefällt... Oh, guckt euch den an. Der legt ja richtig los. Ja,
Da bin ich auch gerade ziemlich entspannt. Die müssten ja 7 Tore schießen. Also nur noch 5. Was soll da passieren? Drei-eins. Sehr gut. Nürnberg, okay. Aber klar, gegen wen spielen wir denn jetzt? Gegen Sioni Bolnisi. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt, wo das herkommt. Aber hier haben wir Portugal gegen Spanien. So, ansonsten verschwenden wir keinen Gedanke. Ja, letzter Tag vor der Winterpause. Wir gucken. 2,1 Millionen Ausgaben. 2,4 Millionen haben wir in der Kasse. Gut, dass wir nichts ausgegeben haben. Wir gucken noch mal nach Sponsoren, denn uns ist hier gerade einer um die Ohren geflogen. Na, es ist eine Frechheit, was hier angeboten wird oder nicht angeboten wird. So, wir nehmen 55.000 für ein Jahr an, damit wir wenigstens ein bisschen Kompensation haben. Und gucken hier. Ist halt echt, ne? Da ist was dazwischen. 18. Spieltag. Wir spielen wieder gegen Hannover, diesmal heim. Und gucken mal, was die Aufstellung sagt. Wir können theoretisch 4 Spieler aufstellen in der Abwehr. Das machen wir jetzt auch mal. Gut. Und auf geht's. 31.000 Zuschauer. Hannover will vorlegen. Hinspiel war unentschieden. Sieht nicht so gut aus gerade. Matip spielt wieder mit. Was ist da los? Kreuzbandriss vorbei. Sehr gut. Šabić spielt auch wieder mit. 2 zu 0, 2 zu 1. Kommt da noch eins drauf? Ich frage und die falsche Mannschaft kriegt eine Chance. Ah, Leute, 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 Leute. Es hat gereicht. Wir haben wieder auswärts heim gewonnen. 9 Siege heim. 9 Spiele, 9 Siege. Sehr gut. Und da ist die Winterpause. Keine problematischen Sachen. Was sagt unser Kontostand? 230.000. Huh. Aber wir hatten ja auch gerade ein Heimspiel, ne? Freunde. Alle wieder gesund. Sehr schön. Dann können wir ja wieder unsere übliche Aufstellung wählen. Was sagen Šabić und Podolski? 10 und 8 Tore. Okay. 19. Spieltag. Wir gucken nochmal nach Verträgen. Jetzt kommen wahrscheinlich super Verträge. Nein. Als würde ich echt eine schlechte Mannschaft sein. Auf geht's. Leute, ich weiß, es ist auswärts. Oh. Kommt schon. Na, 1-0 verloren. Das ist die zweite Niederlage diese Saison. Und da hat es Wolfsburg dann doch endlich geschafft, an uns vorbeizugehen. Aber keine Sorge, das werden wir gleich wieder aufholen. Gegen Energie Cottbus. Okay, die waren lange Zeit Erster. Das ist alles okay, wie es ist. Ach so, wir gucken mal ins Training rein. Ja, die Technik ist wieder ein bisschen über der Kondition. Das ist super. Und auf geht's. 36.000 Zuschauer. Leute.
dritte Chance, endlich das Tor. Čabić. Na. 2:0. Gambino, sehr gut. Und Köln spielt weiter nach vorne. 8 Chancen bereits. Und, oh, Bauchmuskelzerrung. Ist seine letzte Saison. Kann Mats noch was reißen? Da kommt noch ein Tor. Alushi. Sehr gut. Na, heute wollten wir es wissen. 11 Chancen. Wir haben uns wieder auf Platz 1 geschossen. Man darf sich ja auch nicht zu früh freuen, denn wir hatten ja ein paar, ich glaube 2 Nachholspieler, jeweils auswärts. Da kommt schon das erste wieder zurück. Wir stellen kurz neu auf. Gut. Und los geht's. Gegen Nürnberg. Die schießen gleich das erste Tor. Köln aber hinterher. Sehr gut. Alushi. 38. Minute. 2:1 für Nürnberg. 46. Minute. 2:2 durch Juan. 3:2. Kobiaschwili. Und sehr gut. Wieder ein Auswärtsspiel, das nicht unentschieden ausgegangen ist oder verloren wurde. Das ist schön zu sehen. Da kommen wir doch langsam in sichere Gefilde hier. So, 21. Spieltag. Wir spielen auswärts gegen Leverkusen. Wir gucken mal nach Spielern. Oha, wir sind im Minus. Ja, es bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als nochmal einen Spieler zu verkaufen. Ich weiß es nicht. 19. Ja, sowas hätte man gerne. Aber ich habe ja schon geguckt, was man so verkaufen kann. Nächste Saison wird wahrscheinlich deutlich entspannter, was die Kosten angeht. Allerdings, wenn man dann auch kein Geld mehr hat, ist halt auch irgendwie blöd. Oder wenn man zwangsabsteigen muss. Aber nein, wir können ja noch einen Kredit aufnehmen. Aber das haut jetzt halt rein, ne? So, 3. März. Auswärts gegen Leverkusen. Haben wir nicht gerade eben gegen Leverkusen gespielt? Nein, gegen Nürnberg. Leverkusen ist eine der schlechtesten Mannschaften hier gerade in der Bundesliga. Ich glaube, waren auch frisch ausgestiegen. Eine Chance, ein Tor. Alushi rettet uns den Sieg. Sehr gut. Europapokal. Bitte, bitte, bitte. Nein, Čabić ist immer noch verletzt. Okay, ich hänge vorne, Schachten hinten. Und wir spielen gegen Sion Bolognesi. Und wir erhöhen einfach mal den Preis auf 21. Und gucken mal, was da passiert. Das gibt zumindest etwas Knete. 3 Chancen, kein Tor. Schlecht. Schlecht, schlecht, Leute. Ja, 1:0. Sehr gut. Matzen. 2:0. Durch Gambino. Okay, das gibt wieder ein bisschen Ruhe. Und Benfica Lissabon hat 1:0 gegen Barcelona gewonnen. Gut. Europapokal und ständig passieren Schäden hier. Ja, dadurch sind wir dann nicht ins Plus gekommen. Schade, schade. DFB-Pokal. Wir spielen gegen Frankfurt auswärts.
Alle wieder da, alle wieder da. Šabić kann also auch wieder Tore schießen. Dann mal los. ...1-0 für Frankfurt. Ja, 1-1. Amedik. Oh, zweite Chance durch Šabić. Es gibt wohl Verlängerung. Frankfurt vergibt, zum Glück. 99. Minute. Šabić vergibt. 107. Minute. Ein weiteres Tor für Köln. Aber Frankfurt macht den Ausgleich. Nein, 3-2. Frankfurt gewinnt gegen Köln. In der 118. Minute schaffen sie doch noch das 3-2. Ah, verdammte Axt. So, die Randalierer hatten wir schon. Und wir haben wieder einen verletzten Spieler. Blöd, aber dann ist das halt so. Haben wir jetzt etwas Geld wieder zur Verfügung? Ja, 300.000. Ist nicht sonderlich viel. Wir spielen heim gegen Werder Bremen. Das ist ein bisschen viel. Wir gehen wieder auf 19 runter. Und wir müssen dringend das Stadion ausbauen. Ich weiß noch nicht, von welchem Geld. Aber notfalls müssen wir uns es halt klauen. Auf geht's. Ja, erste Chance, kein Tor. Werder hatte schon zwei Chancen. 2-0. 2-2 Chancen. 3-2 Chancen und immer noch 0-0. Vierte Chance, kein Tor. Was ist da los? Ja, sehr gut. Podolski. Glück gehabt. Nein. Nein. Komm, Köln. Oh, da ist die Siegesserie dahin. Da ist die Siegesserie dahin, Leute. Das war ein unglaublicher Siegesserie heim.